habe heute als erstes einmal eine kleine Bank für meine Tochter aus den Holzresten gebaut. Die habe ich nur so aneinander geschraubt. Das ist jetzt ein Block. Rückenlehne, ja, das muss nochmal abgeschliffen werden, alles ordentlich, aber zum Sitzen langt das schon mal super. Ja, so sieht das aus, wenn sie da sitzt. Das geht super. Richtig schön, gemütlich für sie. Wie gesagt, ein bisschen nacharbeiten und dann ist das perfekt. Ja, Motoröl kontrollieren ist eigentlich genauso wie beim Auto. Da ist hier hinten ein Ölpeilstab versteckt. Einmal abwischen. Nochmal reinstecken wieder. Und dann sieht man den Ölstand. Man kann sehen, der ist zwischen Minimum und Maximum. Da kann noch ein bisschen was rein. Und dann ist das super. Um Getriebeöl nachzusehen, muss ich hier ganz hinten diese Schraube öffnen und dort ist dann ein Peilstab auch wieder drin und dann kann ich sehen, ob er genug Getriebeöl drin hat. Hydrauliköl ist ganz einfach, da hat er hier hinten nur so ein Fenster, da ist auf jeden Fall genug drin, das langt. Das braucht er ja, um den Anhänger hochzukippen. Ja, hier habe ich jetzt alles kontrolliert, das ist soweit nun alles in Ordnung und ja, jetzt gehe ich hier noch beim 681 bei. Da werde ich jetzt als erstes Wasser einmal kontrollieren. Dafür muss ich hier hochklettern. Hier unter kann ich den Füllstand ablesen, direkt am Behälter. Ist ein bisschen kompliziert, aber ja, es ist machbar. Hier oben nehme ich nur den Deckel einmal ab. Da unter sitzt der Ausgleichsbehälter. Den öffne ich jetzt. Und da kann ich schon sehen, der hat genug Wasser drin. Das langt, kann ich alles wieder schön verschließen. Ja, das sollte man auf jeden Fall immer nur bei kaltem Motor machen, da sonst das Wasser hier hochspritzen könnte, wenn ich den Deckel öffne. Und ja, man kontrolliert das ja sowieso alles, wenn es kalt ist, Motoröl und alles. Deswegen passt das. Ja, Motoröl kommt man hier besser ran, da der keinen Frontlader hat. Ist das nicht so schwierig, das Ganze. Ja, ich ziehe hier ganz normal den Peilstab raus, einmal abwischen, nochmal reinstecken, schauen, der ist auch so gut an der, über der Hälfte, das ist okay. Da der sowieso jetzt bald einen Ölwechsel bekommt, passt das vollkommen so. Ja, um das Getriebeöl zu überprüfen, muss ich immer einen großen Immo-Schlüssel haben. Das ist ein bisschen blöd gelöst, meiner Meinung nach. Hätte da auch nur so ein Schautlass sein müssen. Aber naja, ich muss da so eine Schraube öffnen. Da ist ein Peilstab dran. Weil das muss man doch öfter kontrollieren, da ja das Modell exakt einen Füllstand so braucht. Sonst läuft er nicht richtig. Das ist nun mal noch nicht so ausgereift gewesen damals. Aber für mich langt das vollkommen. Also ich bin super zufrieden immer noch mit dem Schlepper. Aber ja, mit solchen Sachen muss man dann halt leben. Dafür ist so eine 190 PS Maschine ja auch deutlich günstiger als zum Beispiel ein Fendt. Und ja, dann muss man halt Abstriche machen. Ich kann damit leicht leben, das ist kein Problem. So, wenn ich den jetzt lose habe, kommt da auch so ein Peilstab raus mit zwei Markierungen. Minimum, Maximum. Das wische ich jetzt einmal ab, stecke das rein. Und dann sehe ich, ob das passt oder nicht. Ja, der ist auf Minimum, der kann gut noch 5 Liter vertragen. Dann ist er wieder auf Maximum. Und dann passt das hier auch alles soweit. Ja, jetzt ist es 11 Uhr, nun ist gleich Mittag. Und so um 1 circa kommt der Mähdrescher. Und ja, dann starten wir. Ich habe auch letztes Mal wieder Mist geredet. Das sind ja nicht 10 bis 12 Hektar, glaube ich, habe ich gesagt. Das sind es ja zusammen. Das sind man, was sind da jetzt noch nach, 5 Hektar Wintergerste. Also ist überhaupt nicht schlimm, das ist ratzfatz erledigt. Und dann kann ich nächste Woche entspannt die 11 Hektar Raps dröschen. Wie gesagt, dann sehen wir weiter, wann das im Winterweizen soweit ist.
Ja, der Mähdrescher ist nun da. Ich fahre nun die erste Runde hinterher. Stauben tut das schon mal ordentlich. Ja, der ist wie gesagt nagelneu. Ein John Deere Mähdrescher, da ist jetzt auch der Mechaniker gleich mit. Die sind jetzt am Einstellen. Das ist ein John Deere W660i. Ich meine, der hat jetzt 7,60 Meter Schneidwerksbreite. 6 Schüttler hat er erzählt und 400 PS, wenn ich das nun richtig alles behalten habe. Und ja, der drischt jetzt hier in der Gerste. Und nebenbei wird er dann ein bisschen eingestellt. Wie gesagt, das ist jetzt das erste, was er überhaupt drischt. Nagelneu aus dem Werk ist der. Und ja, mal sehen, wie der sich behauptet denn. Ich fahre dann jetzt das erste Mal nur rundherum, weil ja, ich genau weiß, ob er nun einmal rundherum kommt. Einmal, eigentlich müsste er es schaffen. Und danach stelle ich jetzt die Anhänger hin und ja, nehme das zu Hause selber an oder fahre es direkt hin zum Händler. In der Weizenernte später wird das anders sein. Da wird mein Vater dann zu Hause den Weizen annehmen und ich fahre dann die ganze Zeit und dann wird im Fahren noch abgetankt, damit das ein bisschen mehr schafft. Aber jetzt für die paar Hektar lohnt das nicht und im Raps später lohnt das auf jeden Fall auch nicht. Aber ja, wie gesagt, so fangen wir jetzt erstmal an. Sieht doch schon mal gut aus, das Ganze. Und den Rest sehen wir dann später, was da bei rumkommt. Ja, das kippe ich jetzt hier rein, wie ich schon gesagt habe. Das mache ich nun einmal. So, dann läuft das hier jetzt rein und kommt gleich da hinten wieder raus, hoffe ich, wenn nun alles funktioniert. Ja, hier kommt das denn jetzt langsam raus. Das hatte jetzt beim ersten Mal rundherum 18%, also noch deutlich zu nass. Aber ja, rundherum ist sowieso immer nasser und ich sehe mal, was der Rest werden wird. Ich hoffe, dass wir runter auf 16% kommen, dann ist das Trocknen nachher auch nicht so schlimm. Aber ich lasse mich mal überraschen. Ja, hier kann man jetzt sehen, wie die Schnecke das an den Seiten wegnimmt und dann hier in die Mitte fördert. Dann geht das über den Eimer nach oben, wie gesagt, und über das grüne Rohr dann da rein. Und dann kommt das schön hier hinten wieder raus. Ja, das hier ist jetzt Gerste. Das ist immer ein bisschen heller und so länglich gezogene Körner. Ja, der Mähdrescher ist, wie gesagt, wird jetzt gerade auch noch eingestellt, deswegen ist da auch noch ein bisschen Dreck mit zwischen. Da der Nagel neu ist, das ist ja, da kommt so und so viel Wind wird dazu gehauen, damit der Dreck rauskommt und die Umdrehungen müssen stimmen. Das ist alles nicht so einfach, bis das alles passt, dauert das ein bisschen. Und die Gerste eignet sich ideal dazu, von daher wird das wohl nachher auch passen, denn alles, dass das sauberer ist und dann ist das wunderbar so. Und dann hoffe ich mal, dass das heute noch ordentlich trocknet, dass ja, ich das dann noch ein bisschen trockener nach Hause bekomme.
habe ich alles zu Hause. Die beiden Anhänger sind voll noch, die habe ich hier reingestellt. Und die Gosse, da habe ich einen Anhänger voll abgekippt. Und zusätzlich ist dann hier noch so ein schöner kleiner Haufen. Das muss dann nur noch alles getrocknet werden. Das ist eben ein bisschen feuchter, da so ein bisschen was Grünes mit drin ist. Man sieht das da, so ein paar grüne Kerne hier. Und ja, die hauen die Prozente gleich ordentlich hoch. Sonst im Groben und Ganzen ist das top. So von der Feuchtigkeit, also ja, ist eben einmal übertrocknen. Aber jedenfalls ist nun alles zu Hause. Ging wunderbar. Wir haben jetzt um eins haben wir angefangen zu dreschen. Und um kurz nach fünf waren wir fertig mit allem Einstellen und ja, war noch optimal. Hektarzahl weiß ich jetzt leider gar nicht so genau, deswegen kann ich den Ertrag auch gerade nicht so genau ermitteln. Aber das bekomme ich noch raus. So, ich bin das jetzt gerade einmal durchgegangen, also das müssten so 70 bis 80 Doppelzentner pro Hektar sein, also 7 bis 8 Tonnen pro Hektar. Schätzungsweise, aber ja, den Rest kriege ich erst raus, wenn ich alles geliefert habe. Da ich keine eigene Waage habe, ich kann das nur anhängerweise zählen und ja, meistens passt das Gewicht so. Für die Gerste ist das top, also 100 Zentner bekomme ich sowieso nicht, also 10 Tonnen. Das kriege ich auch selten beim Weizen, also das ist ganz, ganz selten. Also von daher passt das. Das ist aber auch in der Fläche nun, wo keine Gänsefraßschäden waren. Die ist natürlich ein bisschen was schlechter. Das muss man dazu sagen. Und natürlich auch feuchter. Das hier habe ich nun gar nicht gemessen. Aber das wird deutlich trockener sein.